Ja, hallo und willkommen hier zum Azure Stack HCI 20 H2 Stretched Cluster Webinar. Ich hatte ja eigentlich letztes Mal, als wir ein Webinar hatten, im Januar angekündigt, dass ich über Azure Kubernetes Services auf Azure Stack HCI und anderen Plattformen berichten werde. Da bewegt sich aber jetzt noch so viel bei den Azure Kubernetes Services, dass ich gesagt habe, ich verschiebe das Webinar in den April. Also nachher auch noch eine Ankündigung, wann das stattfinden wird. Und wir werden jetzt erstmal das momentan populärste Szenario, zumindest mal aus meiner Sicht, in Azure Stack HCI 20 H2 besprechen. Und zwar ist das der Stretch Cluster. Für alle die, die mich nicht kennen, mein Name ist Carsten Rachfall. Ich bin ja, technischer Geschäftsführer der Rachfall IT Solutions. Und bin auch Microsoft MVP im Bereich Cloud und Data Center Management und zusätzlich auch Azure. Das heißt, ich bin ein Microsoft MVP, der in zwei Gruppen angehört. Und dann bin ich auch noch Veeam Vanguard. Und Azure Stack HCI ist ja eine Technologie, die on-premises installiert wird. Deswegen die Cloud und Data Center Management Gruppe sicherlich auch nicht schlecht ist. Aber es ist auch ein Produkt, was zu Azure gehört und über Azure abgerechnet wird. Wenn ihr Fragen habt, bitte im Q&A stellen. Ich habe da so ein bisschen ein Auge drauf. Dann versuche ich die natürlich direkt zu beantworten. Wir haben auch noch mal am Ende des Webinars eine Q&A-Teil. Und ich habe auch noch ein paar Ankündigungen. Wann ist das nächste Webinar? Wie kommt ihr an weitere Ressourcen? Und ich habe auch noch zwei Sonderangebote hier im Webinar. Einmal für meinen Storage Spaces Direct Kurs und einmal für den neuen Azure Stack HCI Kurs. Aber das kommt natürlich später. Gehen wir erstmal weiter in der Präsentation. Warum überhaupt einen Stretched Cluster? Warum sind so viele Kunden an einem Stretched Cluster interessiert? Mir hatte mal ein guter Freund, der hat mal bei einem Storage-Hersteller gearbeitet, also einem SAN-Hersteller. Und die haben gesagt, also er hat mir gesagt, 90% der Stretched Cluster-Szenarien, die dieser Hersteller, weltweiter Hersteller natürlich bereitstellt, scheinen im deutschsprachigen Raum zu sein. Also man kann sagen, wir sind das Land der Stretched Cluster oder der Sprachraum der Stretched Cluster. Aber warum machen wir das? Ja, heute noch viel wichtiger als natürlich vor 10 Jahren ist die Daten, die sich in diesen VMs bewegen, die werden immer wertvoller. Das heißt, wenn wir heute produzierendes Gewerbe haben, aber auch Firmen, die halt jetzt nicht produzieren, sondern andere Dinge tun, sind die Daten in diesen virtuellen Maschinen sehr wertvoll. Vor allen Dingen, wenn wir mit einem Verlust dieser Daten leben müssen. Also wenn Daten zum Beispiel 5, 6 Stunden Arbeit, die in diesen VMs getätigt wurde, verloren geht. Denkt an eine kaufmännische Anwendung. Ich sag mal, ja, ERP-System, Produktionssteuerungssysteme und so weiter. Wenn wir hier ein Desaster haben und wir müssen auf unser Backup zurück, was ja meistens in den Firmen irgendwo nachts getätigt wird. Also wir haben nachts, sagen wir mal, um 12 Uhr ein Backup und um 12 Uhr mittags fällt dann haben wir eine Katastrophe, haben ein Desaster und uns fallen wirklich die Daten weg, die VMs sind nicht mehr benutzbar, Wasserschaden, Feuer, was auch immer. Dann haben wir in der Regel so 4, 5, 6 Arbeitsstunden einfach an Datenverlust. Und das ist heute, wo bei vielen Kunden wirklich ein 24 mal 7 und zum Teil sogar 365 Tage im Jahr die IT verfügbar sein muss, da ist das ein Ding, wo man wirklich kaum mit zurechtkommt, also was kaum akzeptabel ist. Unsere IT wird immer wichtiger, unsere Unternehmen können immer weniger ohne IT überhaupt noch arbeiten, Lieferscheine müssen gedruckt werden, wenn Ware das Unternehmen verlässt, ohne IT gar nicht machbar. Das geht auch schon immer mehr in Richtung Internet. Internet muss auch immer mehr verfügbar sein und wir haben einfach ein Problem bei einem Desaster oder bei einer Arbeitsunterbrechung wirklich da weiterzumachen. Das heißt, wir schützen uns mit einem Stretched Cluster gegen ein lokales Desaster. Ein Stretched Cluster ist meistens aufgespannt zwischen zwei Brandabschnitten. Wenn wir in einem Gebäude sind oder auf einer Firmenlokation, zwei Brandabschnitte, vielleicht zwei Gebäude, die vielleicht 100 Meter auseinander sind oder mehrere 100 Meter. Ein Stretch Cluster kann aber auch in einer Stadt
größere Entfernungen überbrücken, mehrere Kilometer, und mit dem Stretch Cluster mit Azure Stack HCI ist es sogar möglich, mehrere 100 Kilometer einen Stretch Cluster aufzubauen. Wir gucken uns die Szenarien gleich noch an. Die sind natürlich nicht alle gleich. Ein Cluster, der über mehrere 100 Kilometer geht, wird nicht mehr synchrone Replizierung benutzen, sondern sicherlich asynchrone, aber das gucken wir uns an. So, wenn eine Seite von diesem Stretch Cluster getroffen wird, dann werden die Workloads auf der anderen Seite gestartet, und dazu haben wir die Storage-Replikation, die dafür sorgt, dass die Daten, die auf einer Seite erzeugt werden, synchron oder asynchron auf die andere Seite kopiert werden, repliziert werden. Später mehr dazu. Die Anforderungen, die wir im Microsoft-Umfeld haben an einen Stretched Azure Stack HCI Cluster, sind folgende. Wir brauchen mindestens 4 Knoten, denn das kleinste Szenario bei Azure Stack HCI Stretched Cluster sind 2 Knoten pro Region oder pro Brandabschnitt, wie wir das jetzt mal nennen wollen, also pro Site, brauchen wir 2 Knoten, also insgesamt 4. Wir brauchen zwischen diesen Sites brauchen wir ein Netzwerk, was so leistungsfähig ist, dass wir die konstanten Datenänderungen replizieren können. Und was heißt Datenänderungen? Wenn eine virtuelle Maschine Daten liest, dann sind das keine Datenänderungen, weil es wird nichts verändert. Aber die Daten, die von einer virtuellen Maschine geschrieben werden, die müssen natürlich auf beide Seiten gebracht werden. Und da hängt es natürlich sehr stark von ab, wie viel Churn, wie viel Datenänderungen erzeugen unsere virtuellen Maschinen, die auf der einen Seite laufen, wie viel wird da wirklich erzeugt. Es kann sein, dass wir wenig neue Daten erzeugen, also vielleicht eine Verteilung von 90% Read, 10% Write in unserem Cluster haben. Es kann aber auch sein, dass wir eine Datenverteilung haben von 40% Read, 60% Write. Und ich hätte jetzt diesen Wert nicht genannt, wenn ich den nicht auch wirklich bei einem Kundenszenario vorgetroffen hätte, wo wirklich 60% Write-Anteil bei dem Daten-IO sind. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich einen hohen Schreibanteil habe von meinen VMs, dann muss ich auch sehr viele Daten auf die andere Seite, also zur anderen Seite transportieren, und mein Netzwerk muss das natürlich tun können. Das muss die Bandbreite haben, um das zu transportieren. Das heißt, wenn wir eine Gigabit-Verbindung zwischen den Sites haben, wir aber im Schnitt mehr als 150 Megabyte pro Sekunde an Datenänderungen erzeugen, dann werden wir keine synchrone Replikation dauerhaft hinbekommen, weil einfach mehr Daten erzeugt werden, als über diese Leitung abtransportiert werden können. Dann, was ganz wichtig ist, bei einem Stretch Cluster haben wir besondere Anforderungen an die Witness-Platzierung, und die darf eben nicht in einer der Sites, in einer der Brandabschnitte sein, sondern hier brauchen wir eine dritte Site oder zum Beispiel Azure, sprechen wir später auch nochmal an. Und wenn wir diese Nodes betrachten, Azure Stack HCI ist Storage Spaces Direct als Basistechnologie, und in Storage Spaces Direct brauchen wir mindestens 4 Kapazitätsdrives in unseren Nodes. Was man natürlich auch bedenken muss, nur meistens, wenn wir Stretch Cluster Szenarien haben, haben wir auch ein bisschen mehr Laufwerk. Aber ich wollte das hier nochmal mit erwähnen. Entschuldigung. So, das ist jetzt eine Folie noch von Microsoft. Hier sieht man, wie Microsoft so ein bisschen tickt. Wir haben jetzt hier einen 4-Knoten-Stretched-Cluster aufgebaut über 2 Sites. Wir sehen hier, diese 2 Knoten befinden sich hier in London und diese beiden Knoten befinden sich in Paris. Wenn wir im deutschsprachigen Raum über Stretched-Cluster reden, wäre das eher eventuell ein Stadtteil von Frankfurt, und das wäre ein anderer Stadtteil von Frankfurt oder Offenbach oder Hanau, wenn wir über eine weitere Replikation sprechen. In der Regel befinden sich aber diese beiden Sites oder diese beiden Brandabschnitte schon auf dem gleichen Gelände. Es geht natürlich auch weiter, und es geht sogar das Szenario London-Paris mit einer entsprechend leistungsfähigen Verbindung dazwischen. Jetzt haben wir in diesem Cluster virtuelle Maschinen laufen. In diesem Szenario sieht es so aus, als wenn die VMs nur auf dieser Site laufen, und dann hätten wir ein Active Standby oder Active-Passive-Szenario, was wir bauen können. Es können aber auch natürlich auf beiden Seiten VMs laufen. Und das ist jetzt hier einfacher. Diese VMs laufen und all ihre Daten liegen auf einem Cluster Shared Volume in diesen
was aus den Devicen dieser beiden Server gebildet wird. Das heißt, wir haben hier Redundanz in der Seite. Wenn wir zum Beispiel einen Zwei-Wege-Spiegel einsetzen, dann sind jetzt die Daten dieser VMs über den Zwei-Wege-Spiegel, über die Device in diesem Server verteilt. Und dann wird dieses Volume nochmal rübergespiegelt über die Storage-Replikation in ein genauso großes Volume auf dieser Seite. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns gleich an. Wichtig ist, hier ist das Volume aktiv, schreib- und lesbar. Auf dieser Seite ist dieses Volume nicht aktiv und ist weder schreib- und lesbar. Und wenn es zu einem Desaster kommt oder natürlich auch zu einem geplanten Umschalten, dann werden die Daten quasi, wird dieses Volume hier aktiv genommen. Beim Desaster ist es diese Seite ja weg, dann wird dieses Volume hier aktiv genommen. Das macht der Cluster selbstständig und die VMs werden hier gestartet, die jetzt hier so grau angedeutet sind. Bei einem geplanten Failover würden wir einfach die Replikationsseiten tauschen, dann wäre das Volume hier aktiv. Die VMs würden noch von hier da zugreifen und dann würde man die VMs migrieren. Was natürlich schwieriger wird, wenn wir hier wirklich London, Paris haben, würde aber auch gehen. Wir würden die Volumes switchen, also die Replikation umdrehen und dann die VMs noch mit einer Live-Migration hier rüberbringen. Soll erstmal als kleines Szenario reichen. So, was wir jetzt machen ist, ich habe ein Video vorbereitet, wo ich die Installation des Stretched Clusters zeige. Und zwar benutzen wir da das Admin Center. Das geht sehr schön jetzt mit der neuesten Version vom Windows Admin Center, dem 21.03, also mit der März Edition von diesem Jahr. Also ganz frisch ist zur Ignite vor 3 Wochen ungefähr erschienen. Und ich habe, damit wir nicht zu lange Wartezeiten haben, habe ich ein Video gemacht und habe das dann auch beschleunigt. Und ich versuche mal hier unten das Video zu starten. Ich hoffe, das tut er, ja. Das heißt, wir sehen hier das Admin Center 21.03. Ich gehe jetzt klicke auf Read What's New. Auch nett ist, wir haben ja jetzt so die Neuigkeiten, die eingeblendet werden. Und eine große Neuigkeit ist, dass die Plugins im Admin Center jetzt automatisch abgedatet werden können. Damit beschäftigen wir uns jetzt zwar nicht, aber wir gehen jetzt in die Cluster Creation, die Server Cluster Creation und werden einen neuen Azure Stack HCI Cluster anlegen aus 4 virtuellen Maschinen. Also wir wählen das Azure Stack HCI Szenario und wir haben dann hier die Möglichkeit, alle Server in einer Site zu platzieren oder halt 2 Sites zu wählen und das wäre das Stretched Szenario. Ich gehe also hier dann auf Create. Es öffnet sich der Wizard mit vielen, vielen Punkten. Wir sind jetzt im Bereich Get Started und jetzt wird nach und nach werden diese Punkte abgearbeitet. Ich gehe also auf Next, muss hier Domänen-Credentials mitgeben. Die Domäne hier heißt Contoso, der Administrator Admin HCI, dann ein Passwort und dann werden wir jetzt hier unten die 4 Systeme ergänzen und das habe ich 6-fach beschleunigt, damit wir nicht so lange warten müssen. Wir werden also jetzt diese 4 Systeme hinzugefügt. Er baut Verbindung mit diesen auf und wir sehen, dass überall ist Azure Stack HCI installiert und es befindet sich in virtuellen Maschinen. Im nächsten Schritt könnten wir jetzt einen Domain-Join durchführen. Die Systeme sind aber schon in einer Domäne, deswegen können wir jetzt diesen Schritt quasi überspringen. Und jetzt wird geprüft, ob alle erforderlichen Features vorhanden sind. Und auch da habe ich schon einige Vorbereitungen gemacht. Also in den virtuellen Maschinen ist schon Hyper-V installiert und viele andere Dinge, nur nicht die Data Deduplication. Und der Wizard hier verlangt die auch. Das heißt, das holen wir eben nach. Geht also beschleunigt sehr schnell. Jetzt können wir auch Patches installieren, weil Azure Stack HCI kommt in der Grundversion und man kann das dann patchen. Also es ist die Dezember Edition. Im nächsten Schritt würde man dann, wenn man eine Solution hat, entsprechend auch die Treiber und Firmware updaten können. Das geht mir jetzt hier zu schnell. Ich mache mal Pause. Ja, das heißt, hier war der hier wären die Patches installierbar. Ich installiere die Patches eigentlich immer erst, wenn ich die Umgebung aufgebaut habe mit dem Update, mit dem Clusterware Update, was auch im Admin Center zur Verfügung steht oder auch noch klassisch über den Failover Cluster aufgerufen werden kann. Und dann im nächsten Schritt, den ich jetzt hier habe, der ist ziemlich wichtig, denn wenn wir eine integrierte Lösung haben, dann
würde hier jetzt auftauchen, dass jetzt ob wir auch Firmware und Treiber aktualisieren wollen, die halt auf dem System sind. Und das ist ein großer Vorteil. Hier ist auch das Firmware- und Treibermanagement dieser Lösung mit eingebaut, natürlich für Hardware. Stelle man sich vor, wir haben hier eine Lenovo-Lösung oder eine Dell-Lösung oder eine Data-On, das sind momentan die Integrated System, die bereitstehen, dann werden hier dann auch die Treiber und die Firmware aus dem Internet heruntergeladen und installiert. Das können wir natürlich jetzt hier nicht bei virtuellen Maschinen und wir gehen hier hinweg, darüber hinweg. Und jetzt würde er die Server auch anbieten, neu zu starten, wenn wir zum Beispiel Hyper-V oder Treiber installiert hätten. Wir gehen jetzt in den nächsten Bereich, hier oben in Network. Und jetzt gehen wir hier durch die einzelnen Punkte. Er guckt, was für Netzwerkadapter vorhanden sind. Sehen wir hier. Ich habe also hier 5 Adapter deployed, ein Management, 2 SMB-Adapter und 2 Adapter für virtuelle Maschinen. Die hat er jetzt an jedem System gefunden. Und jetzt kommt eine Besonderheit beim Windows Admin Center. Wir müssen einen separaten Management-Adapter bereitstellen. Wir können nicht das Fully Converged-Szenario zum Beispiel bauen. Wir müssen ihm jetzt sagen, über welchen Adapter kann er auf die Systeme zugreifen. Das wählen wir jetzt aus. Das wäre jetzt der falsche. Hier wähle ich den richtigen. Sage Apply and Test. Das geht ziemlich schnell. Und jetzt können wir in den nächsten Punkt springen. Das ist die Virtual Switch Creation. Hier gibt es mehrere Szenarien. Ich mag es, dass wir separate SMB-Adapter haben und die nicht mit in die virtuelle Switch nehmen. Das heißt, ich wähle das mittlere Szenario, sage ihm jetzt, welche Adapter er nehmen soll für die virtuelle Switch auf jedem Host. Das klicken wir eben an bei allen 4 Systemen. Dann können wir Next auswählen. Wenn wir jetzt Hardware hätten und RDMA-Karten, dann sollten wir jetzt die RDMA-Konfiguration vornehmen. Das haben wir natürlich in unseren virtuellen Maschinen auch nicht. Und jetzt gehen wir in die Define Networks. Damit er einen erfolgreichen Cluster-Test machen kann, braucht er jetzt auf jedem der noch verbleibenden Adapter, also wir hatten ja 5 Adapter, abzüglich Management macht 4, braucht er eine valide IP-Adresse und auch ein valides Subnetz und wenn möglich WLAN-Konfiguration. Und dann wird wirklich bei diesem Test jetzt gecheckt, ob jeder Adapter von jedem Knoten mit jedem Adapter im gleichen Netzwerk auch wirklich kommunizieren kann. Das habe ich hier beschleunigt. Das dauert trotzdem noch eine ganze Weile. Und gleich wird ja eine CRED-SSP-Abfrage machen. Die ist extrem wichtig. Wenn die nicht kommt, gibt es Probleme, hier ist sie, gibt es Probleme mit dem Admin Center und der Kreierung. Wir gehen jetzt auf Yes und dann habe ich wieder beschleunigt. Das heißt, dieser Prozess dauert in der Regel schon so um die 5 Minuten, was wir jetzt natürlich in so einem Video schön abkürzen können. Jetzt ist es erfolgreich durchgelaufen und jetzt gehen wir in die nächste Gruppe Clustering. Das heißt, wir validieren unseren Cluster, ob die Knoten ob man daraus einen Cluster bauen kann. Das ist auch wieder etwas beschleunigt. Dann können wir uns einen Report downloaden, der jetzt dann im Edge-Browser aufgeht. Den können wir uns anschauen. Und hier sehen wir, alles in Ordnung, so soll es sein. Es werden aber momentan nicht die Storage Spaces Direkt-Eigenschaften getestet, die kommen später. Hier wird jetzt nur wirklich Netzwerk, Inventar und die Systemkonfiguration getestet. Das ist alles in Ordnung. Jetzt können wir den Cluster kreieren. Dazu müssen wir natürlich einen Clusternamen bereitstellen und eine IP-Adresse. Das System hier heißt AZHCI1 Cluster. Und ich gebe ihm hier die entsprechende IP-Adresse. Und wir könnten hier jetzt noch sagen, wir wollen bestimmte Netzwerke aus der Netzwerkkommunikation rausnehmen. Wir wollen keinen Storage adden. Das ist hier, diese Vorauswahl ist Blödsinn, weil wir haben hier noch gar keinen Storage, den wir hinzufügen können. Jetzt wird der Cluster kreiert. Das dauert auch ein paar, 2, 3, 4 Minuten. Und dann können wir auch wiederum einen Bericht runterladen. Weiter. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Stretch-Szenario. Jetzt müssen wir unsere Sites definieren. Die werden jetzt hier benannt. Ich glaube, ich habe hier East und West genommen. Genau. Und muss jetzt meine 4 Knoten East oder West zuordnen. Das heißt, ich nehme die ersten 2 nach East, die nächsten 2 nach West.
So, und das ist jetzt der wichtige Punkt. Wenn wir jetzt die Changes applyen, sind diese Fault Domains eingerichtet. Und wenn wir dann gleich den Storage bauen, dann wird er uns zwei Pools kreieren, einen in East mit den Drives von der Seite und einen in West. Wir haben hier jetzt auch noch die Möglichkeit, die Drives zu löschen. Das sollte man tun, wenn man die Drives schon mal vorher irgendwo benutzt hat. Habe ich hier nicht, deswegen übergehe ich das. Und sehe auch jetzt hier, ich habe in einem Knoten ein Drive mehr. Das ist jetzt hier in dem Fall eine vorbereitete VADX mit Daten drin. Deswegen hatte ich die vorher auch nicht gelöscht. So, jetzt können wir die Validierung, geht auch relativ schnell mit dem Zeitraffer. Jetzt können wir uns nochmal einen Bericht zu der Storage Spaces Validierung runterladen. Da ist auch alles in Ordnung. Und jetzt können wir den Storage Spaces Direct enablen. Und in dem Schritt werden halt mehrere Dinge gemacht. Jetzt werden unsere Pools angelegt pro Seite, unsere Drives in die Pools genommen pro Site sozusagen. Es werden noch Tiers angelegt, Storage Tiers, und wir bekommen auch unsere Cluster Performance History Partition oder Volume, wo dann der Cluster permanent Daten reinspeichert, also Performance Daten. Und dieses Volume wird jetzt schon vom Cluster Stretched angelegt. Das heißt, das dauert hier ein bisschen länger. Und wir sehen dann später, wenn wir in die Konfiguration reingehen, dass wir ein Cluster Performance History Volume haben, was schon synchron gespiegelt ist, und zusätzlich nochmal zwei Log-Volumes. Das werden wir gleich sehen, wenn ich nochmal darüber spreche, wie denn die Storage-Replika funktioniert. Auch hier gibt es wieder einen Bericht nach dem Storage-Spaces direkt einrichten. Da sehen wir, eine Platte hat er nicht genommen. Wir haben keine Caching-Device und sonst ist alles in Ordnung. Wenn wir jetzt auf Finish gehen, können wir den Cluster direkt aufrufen. Der ist jetzt auch in Windows Admin Center bekannt. Und wir sehen jetzt hier, wir sind im Dashboard. Er lädt jetzt einige Informationen aus dem Cluster. Und dann sehen wir, dass unser Cluster fertig eingerichtet ist. Fertig soweit, was er bisher machen kann. Jetzt kommen natürlich noch einige Schritte. Dieser Cluster hat jetzt keinen Witness, sprechen wir gleich noch drüber. Der ist bei einem Stretch-Szenario extrem wichtig, hatte ich ja schon angemerkt. Dieser Cluster ist nicht in Azure registriert, das sehen wir hier. Also die Azure-Registrierung ist auch nicht erfolgt. Ein Azure Stack HCI Cluster muss in Azure registriert werden, sonst können wir keine virtuellen Maschinen darin betreiben, also zumindest nicht hoch verfügbar. Und das werden wir gleich in einem weiteren Schritt machen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier wieder in die Präsentation komme. Das heißt, wir machen mal, wir sind ja in der Präsentation. Das war ja gar kein Live, sondern das war ja ein Video, um das Ganze zu beschleunigen. Das heißt, jetzt gehen wir live in ein System und schauen uns die Registrierung in Azure an. Und ich hole mal eben mein iPad dazu und schaue mal, wo ich das vorgesehen habe. Genau, das ist im Szenario 4. Ich gehe also hier jetzt mal in meine Live-Umgebung. Ich habe also jetzt hier mehrere virtuelle Azure Stack HCI Cluster in unterschiedlichen Zuständen deployed. Was haben wir hier? Currently in use. Das können wir dann mal abbrechen. Hier unten. Okay. So, normalerweise würde man natürlich so einen Azure Stack HCI Cluster hier im Admin Center registrieren. Also wo wir hier sind, schauen wir, ob man neu laden muss. Das ist jetzt ein anderer Azure Stack HCI Cluster, auch wiederum virtuell, besteht aus 4 Knoten. Der heißt jetzt ähnlich wie der aus dem Video, benutzt aber andere Credentials. Der läuft jetzt hier bei mir. Wir sehen, der ist nicht in Azure registriert. Es ist aber ein Stretched Cluster, das sehen wir unter Volumes. Hier gibt es bereits diese 4 Volumes für die Cluster Performance History, wo einerseits ein Volume im Pod 1 ist, das wäre jetzt hier mit East gleichzusetzen aus dem Video, und hier ist ein weiteres Volume, das Spiegelvolume in Pod 2, und beide haben dann nochmal ein Log-File, weil die Storage-Replika über Log-Files arbeitet. Log-Partitionen gucken wir uns gleich an. Und wenn wir hier jetzt auf die Drives klicken, sehen wir auch hier diese beiden Pools. Das ist der HDD-Pool in Site 1, also in Pod 1, und das ist der HDD-Pool in Pod 2. Also wir haben wirklich zwei Pools, wo wir auch sehen, die sind gleich belegt. So, um jetzt
diesen Azure Stack HCI Cluster zu registrieren. Wäre es natürlich schön, wenn wir das hier über Register the Cluster machen könnten, aber leider ist das nicht ganz stabil. Also ich kriege es jetzt hier aus einer virtuellen Umgebung nicht hin, das zu registrieren. Man kann aber dann auf PowerShell zurückgreifen und das habe ich hier mal vorbereitet. Das findet man natürlich im Internet. Ich habe das ein bisschen angepasst für mich. Das heißt, wir sind jetzt hier auf einem Windows 10 System, wo auch das Admin Center läuft. Azure Stack HCI Knoten haben ja nur die Core-Installation. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, jetzt dann auf der Konsole Dinge durchzuführen. Deswegen hat man meistens ein Management-System dabei, was hier jetzt in Windows 10 installiert ist. Ich habe jetzt hier die ISE aufgerufen und habe bis hierhin schon mal diese Sachen durchgeführt, weil das Installieren der Pakete, die aus dem Internet heruntergeladen werden, die man für die Azure-Registrierung braucht, das dauert 5, 6, 7 Minuten und das wollte ich hier natürlich mir auch sparen. Das heißt, das ist schon erfolgt und ich werde jetzt hier mal das Connect Azure Account aufrufen und da die Module da sind, kann ich mich jetzt hier direkt bei Azure anmelden. Das heißt, ich gebe mal hier meine Credentials ein und ein Passwort. Melde mich also an und bin jetzt mit Azure verbunden. Und dann haben wir hier jetzt zwei weitere Punkte. Bei mir kommen hier ein paar Meldungen, weil ich habe diverse Tenants, ich glaube 5 Stück und da muss er hier den richtigen aussuchen. Und jetzt kann ich sagen, die Subscription auswählen, weil die ist hier oben als ID drin. Dann die Ressourcegruppe abfragen, weil die gibt es schon. Und dann wird mit diesem Register Azure Stack HCI mit der Subscription, Computername und so weiter und der Lokation wird dann die Registrierung durchgeführt. Wir starten das jetzt mal, weil da kommt gleich nochmal eine Abfrage, dass ich den richtigen Account auswählen muss. Und hier sehen wir, die wird jetzt in dem Tenant Microsoft Azure Sponsorship registriert. Das ist ein Vorteil, wenn man MVP ist, dann kann man einen gesponserten Azure-Account bekommen, wo ich jetzt diese Knoten registriere. Da warten wir jetzt auf ein kleines Pop-up. Da ist es. Hier können wir jetzt nochmal das Konto auswählen, weil der braucht nochmal Bestätigung, dass wir dieses Konto nehmen wollen. Und jetzt sollte die Registrierung nochmal so 3, 4, 5 Minuten dauern. Manchmal gibt es eine Fehlermeldung, dass in der Region West Europe die Azure Stack HCI Ressourcen nicht verfügbar sind. Das ist aber eine Fehlmeldung. Wenn man dann nochmal registriert, klappt es. Und deswegen würde ich jetzt auch mal hier das Portal aufrufen. Ja, während das hier läuft, können wir ja hier mal einfach portal.azure.com aufrufen. Und da hat er jetzt anscheinend meine Credentials nicht übernommen. Ich gehe hier auf crachval@rachval.de. Muss mich auch hier nochmal anmelden. Nein, du sollst meine Credentials nicht speichern. Und in den Ressourcegruppen, wir haben hier eine Ressourcegruppe, die heißt rg-dataon-hci, weil ich da gerade diesen Cluster hier drauf deploye. Und hier sehen wir schon, unser Cluster heißt Azure Stack HCI 4 Cluster. Der ist gerade erzeugt worden hier in West Europe. Ich klicke also hier drauf. Und wir sehen jetzt, wie hier die Knoten erfolgreich registriert worden sind. Wir sehen hier einige statische Informationen, welchen Memory haben die, welchen OS-Build und wie viele Cores die haben. Interessant ist, bei Azure, diese VMs haben 6 Cores, aber es wird irgendwie die Hälfte gezählt. Hier werden in Zukunft noch weitere Dinge hier kommen, wie Health-Übersicht und Updates kann man dann auch hier aus Azure initiieren, aber da sind wir heute noch nicht. Das heißt, wenn wir nochmal in die PowerShell gehen, müsste der jetzt auch so langsam durch sein. So halb durch ist er schon. Ja, also der Cluster ist schon irgendwo bekannt, aber noch nicht so hundertprozentig registriert. Ja. So, das ist die Registrierung. Gehen wir mal zurück in die Folien. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in dem Q&A-Teil, dann kann ich auch darauf antworten. Bisher ist es mir hier eigentlich viel zu ruhig, da kommen keine Fragen. Also vielleicht tippt noch mal jemand was, dass ich zumindest sehe, dass die Q&A lebt. So,
Jetzt haben wir natürlich bei Azure Stack HCI Stretched Clusters zwei Szenarien, die wir abbilden können. Die haben wir schon kurz angesprochen. Wir können ein Aktiv-Passiv-Design erzeugen. Das heißt, wir haben eine Seite, auf hier die Site 1, wo all unsere virtuellen Maschinen laufen, wo unsere Cluster Shared Volumes online sind und die werden dann repliziert in eine Standby- oder Passiv-Seite, hier die Site 2. Das heißt, hier laufen die VMs, die sehen wir hier angedeutet. Design. Hier haben wir jetzt beide Seiten aktiv. Wir haben auf beiden Workloads, also VMs, laufen. Diese CSV wird auf diese Seite synchron oder asynchron repliziert mit der Storage-Replika. Und diese CSV, wo die anderen VMs drin liegen, werden auf diese Seite repliziert. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also beides ist supported, ein Aktiv-Passiv-Design oder ein Aktiv-Aktiv-Design. Viele Leute werden aber wahrscheinlich sicherlich ein Aktiv-Aktiv-Design bevorzugen. Ich habe hier in der Q&A vorhin eine Aussage, dass ich nicht gut hörbar bin. Ist das noch der Fall? Habt ihr Soundprobleme? Weil eigentlich sollte alles laufen. Ich sehe auch nicht, dass Teilnehmer groß rausdroppen. Also ich hoffe, alle können mich gut verstehen. Wenn nicht, ich denke, es wird eine Aufzeichnung von diesem Webinar geben. Ich hatte das angewählt bei dem Live-Event, also ich müsste nachträglich eine Aufzeichnung bekommen. So, jetzt ein paar grundlegende Sachen zum Stretch-Szenario. Was können wir für mögliche Designs machen? Wir hatten ja schon erwähnt, wir brauchen mindestens 4 Knoten. Hier sind mal die Sites angedeutet durch Hanau und Frankfurt und das soll der Main sein. So ist diese typische amerikanische Darstellung, Manhattan und Jersey City oder New Jersey, dazwischen der Hudson River. Ich habe mir jetzt hier zur Cloud- und Datacenter-Konferenz, wo ich über Stretch-Szenario und Storage-Spaces direkt gesprochen habe, mal den Spaß gemacht, das so darzustellen. Natürlich, ich weiß, Hanau und Frankfurt sind auf der gleichen Seite vom Main, aber ich wollte das mal einfach so machen. So, wir können natürlich 2 Knoten stretched machen. Wir können 3 Knoten pro Seite stretched machen, also wir können 4 oder 6 Knoten. Wir können auch 8 Knoten stretched machen und natürlich auch 10, 12, 14, 16. Ein Azure Stack HCI Cluster darf maximal aus 16 Knoten bestehen. Das heißt, das wäre jetzt hier 8 Knoten pro Seite und da kann man natürlich schon mal einiges mitmachen. Trotzdem nicht vergessen, bei der höchsten Resiliency, also selbst wenn wir hier einen 3-Wege-Spiegel machen, bei 4 Systemen dürfen nur 2 Systeme auf dieser Seite Fehler haben, also Plattenausfälle oder sogar ganze 2 Systeme ausfallen. Dann laufen die VMs noch weiter in der Seite. Sobald in einer dritten Fault Domain wir einen Plattenausfall haben, wenn in 2 anderen Fault Domains eine Platte oder ein Device kaputt ist, dann sind die Daten hier nicht mehr verfügbar und dann müssen wir schwenken auf die andere Seite. Also auch wenn wir hier 8 Systeme auf einer Seite hätten, können hier nicht beliebig viele ausfallen. Können schon, weil dann ja der Schwenk auf die andere Seite erfolgen muss. Aber wir wollen ja nicht immer sofort schwenken, wenn ein Device ausfällt. Also hier gibt es eine gewisse Zahl, die zu betrachten ist. Was geht nicht? Was ist nicht supported? 2 oder 3 Knoten stretched. Also insgesamt ein Azure Stack HCI Cluster aus 2 Knoten können wir nicht stretchen. Auch nicht aus 3 Knoten. Wir brauchen mindestens 4. Und auch keine ungerade Zahl von Knoten. Das heißt, wir brauchen die gleiche Anzahl auf beiden Seiten von Knoten. So, dann habe ich ja schon angedeutet, das Witness Design ist extrem wichtig bei dem Azure Stack HCI Stretch Szenario. Ganz klar, wenn ihr keinen Stretch Cluster habt, dann könnt ihr den Witness auch in die Site packen, also in die gleiche Lokation, wo euer Cluster aufgebaut ist. Aber wenn wir einen Stretch Cluster haben, wie hier, haben wir ja 2 Sites. Und hier ist jetzt das Thema, wie platzieren wir den Witness? Ich habe jetzt mal den Witness hier angedeutet durch dieses W mit diesem grünen Kreis. Und wenn wir den jetzt hier in diese Site 1 platzieren würden, dann haben wir kein Problem, wenn die Site 2 ausfällt. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Ausfall von Site 2.
Der Witness ist dafür da, dass wir eine ungerade Anzahl von Stimmen oder Stimmberechtigten haben. Das heißt, wenn wir hier nochmal zurückgehen, im momentan in diesem Szenario hätten jeder Server eine Stimme, also 4 Stimmen, und der Witness bekommt eine. Das heißt, wir hätten jetzt 5 Stimmen im Cluster. Fällt jetzt diese Site aus, sind diese 2 Server nicht mehr erreichbar oder halt auch kaputt, wie auch immer. Das heißt, wir haben jetzt hier 2, 3 Stimmen von 5. Das heißt, wir haben eine Mehrheit. Diese Seite hat jetzt eine Mehrheit von 3 Stimmen gegenüber 5 insgesamt vorhandenen Stimmen. Und was passiert jetzt? Jetzt werden die Workloads, die hier drüben gelaufen sind, die natürlich auch ausgefallen sind, auf dieser Seite gestartet. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wenn eine Site ausfällt, wollen wir, dass die Volumes, die CSVs auf der anderen Seite online gebracht werden und dann natürlich auch die Ressourcen, die in diesen Volumes lagen, die virtuellen Maschinen, hier gestartet werden. Klar, also so ist alles in Ordnung. Wie sieht es denn aus, wenn bei uns die Site 1 ausfällt? Das heißt, wir haben jetzt hier den Ausfall und da der Witness ja auch in der Site ist, ist der jetzt auch weg. Jetzt zählen wir nochmal. Wir haben jetzt eine Stimme, 2 Stimmen von 3, 4, 5 Stimmen, also 2 von 5 Stimmen. Und jetzt macht der Cluster etwas Unerwartetes, denn wir haben kein Quorum, wir haben keine Mehrheit. Im Gegenteil, wir sind in der Minderheit. Und die Clusterseite, die in der Minderheit ist, was macht die? Die fährt nicht die VMs, die ausgefallen sind, von der anderen Seite hoch, sondern die fährt im Gegenteil sogar noch ihre VMs runter. Und das ist etwas, was die Leute natürlich nicht erwarten. Das heißt, wir würden erwarten, dass jetzt natürlich alle Ressourcen, die im Stretch-Szenario auf der Site 1 gelaufen sind, bei uns jetzt hochfahren. Und das liegt an dem Witness, an der Witness-Platzierung, denn der Witness ist jetzt mit weg und damit haben wir eine Minderheit und der Cluster muss das runterfahren. Warum ist das überhaupt so? Denn wenn wir nochmal dieses Szenario anschauen, wenn wir jetzt hier ein Kommunikationsproblem haben, also sagen wir mal, das ist Site 1 und Site 2 sind wirklich verteilt über mehrere Kilometer, wir gehen durch die Stadt und der typische Bagger kommt und durchbaggert die Dark Fiber Leitung, wo die 2 Cluster rüber kommunizieren und auch die Spiegelung drüber durchführen. Jetzt sieht diese Seite nicht mehr, kein Problem. Wir haben 3 von 5 Stimmen, alles gut. Diese Seite läuft auch, aber diese 2 Server, die laufen, sehen halt die anderen nicht mehr und den Witness. Das heißt, die sind in der Minderheit. 2 von 5 Stimmen. Und dann fährt sich diese Seite runter und hier werden die Ressourcen hochgefahren, weil in der Mehrheit werden alle bereitgestellt, in der Minderheit nicht. In Wahrheit kann der Cluster ja nicht unterscheiden, ob jetzt diese Seite gebrannt hat, ob da der Strom ausgefallen ist oder ob wir nur ein Netzwerkproblem haben. Der Heartbeat kommt in keinem dieser Fälle von der Site 2 zurück. Also Totalausfall, aber auch Netzwerkproblem, sieht für den Cluster in Site 1 gleich aus. Wir kriegen keinen Heartbeat zurück. Wie machen wir es richtig bei einem Stretch-Cluster? Wir müssen unseren Witness entweder in eine dritte Site platzieren oder wenn wir keine dritte Site zur Hand haben, müssen wir den Witness in zum Beispiel Azure platzieren. Azure bietet dafür den Cloud Witness oder der Azure Stack HCI Cluster bietet den Cloud Witness an. Und wir können diesen benutzen in Azure. Da wird ein Storage Account angelegt, der wirklich keine großen Daten beinhaltet und auch nicht viel kostet. Ein paar Cent, sagt Microsoft, sagen wir mal 1 Euro oder 2 im Monat. Und dann kann ich Azure als mein Ausfallrecht, also als meine Ausfallzeit benutzen. Aber jetzt kommt noch etwas ganz, ganz Wichtiges hinzu, was bei vielen Leuten oder bei vielen Installationen durchaus nicht vorhanden ist. Nämlich, wenn wir eine dritte Site haben, dann ist es exorbitant wichtig, dass beide Sites, Site 1 und Site 2, unabhängig voneinander zum Witness kommen, zur Site 3 oder nach Azure. Wenn wir nur die Anbindung an die Site 3 von Site 2 über Site 1 haben, also wenn wir der Kommunikationsweg zur Site 3 von Site 1, Site 2 so wäre, über Site 1, dann können wir auch gleich den Witness in Site 1 platzieren. Weil wenn Site 1 ausfällt, kommen wir auch nicht mehr zum Witness, der ja noch da ist. Azure wäre ja noch da oder meine Site 3. Aber wenn ich keine direkte Connection habe dorthin, dann komme ich nicht mehr hin und dann ist der Witness auch nicht erreichbar und hier werden alle Ressourcen runtergefahren. Und das ist in der Tat bei vielen Kunden ein Problem.
wenn wir unseren Witness in Azure zum Beispiel platzieren, dann müssen beide Sites voneinander unabhängig eine eigene Connection zu Azure haben. Also in der Regel einen Internetausgang oder wenn wir über MPLS oder andere Möglichkeiten gehen, ExpressRoute, braucht jede Site eine eigene Verbindung und die muss zur Verfügung stehen. Das ist also exorbitant wichtig und das ist bei einigen Designs, haben wir wirklich das schon so vorgefunden, nicht der Fall. Wenn wir hier jetzt unsere Ausfälle haben, kein Thema, Zeit 1 und der Witness sind da, wir haben also 3 von 5 Stimmen, alles gut, die Ressourcen werden in unserer verbleibenden Zeit hochgefahren. Andersrum fällt die Zeit 1 aus, gleiche Thema, wir haben wieder Zeit 2 und den Witness und die Ressourcen werden jetzt in der Mir fehlt noch das Verschwinden der Ressourcen hier. Die Ressourcen werden jetzt hier noch in der zweiten Zeit dann auch hochgefahren. Also so ist das Design dann richtig. Jetzt schauen wir uns an die Optionen des Witness. Was können wir machen bei Azure Stack HCI? Wir haben im Admin Center eigentlich eine sehr schöne Einstellung der Witness. Und hier sehen wir können auswählen keinen Witness, was natürlich beim Stretch Cluster nicht supported ist, einen Cloud-Witness und einen File-Share-Witness. Wer jetzt den Microsoft Hyper-V-Cluster kennt, weiß, es gibt noch einen dritten Witness, der ist aber beim Stretch-Cluster auch nicht bei Hyper-V supported. Das heißt, wir brauchen immer bei einem Stretch-Cluster einen File-Share-Witness oder einen Cloud-Witness in einer Extra-Site. Wie sieht der File-Share-Witness aus? Das heißt, wenn wir das auswählen, können wir hier den Pfad zu unserem Share vorgeben. Wir können optionale Credentials eingeben, wenn wir jetzt nicht mit den Credentials uns da anmelden wollen, die wir gerade haben. Und der Cloud Witness sieht so aus, da müssen wir einen Azure Storage Account Namen auswählen und den Azure Storage Account Key beisteuern. Wir können noch optional den Azure Service Endpoint dazu packen. Was nicht supported ist in keinem Stretch-Szenario bei Microsoft, weder Hyper-V mit SAN Storage noch Azure Stack HCI, ist ein Disk-Witness. Der steht, ist nicht supported und wird auch hier jetzt im Admin Center auch nicht angeboten. Das ist auch gut so. Okay, das heißt, wir machen jetzt eine kleine Demo. Darf ich irgendjemand von euch mal bitten, weil langsam werde ich nervös, dass er mal in der Q&A. Ach, da unten sind welche. Jetzt, ich habe einfach nur nicht gescrollt. Auf deiner Folie waren auf beiden meinen Seiten 9 Knoten zu sehen. Ja, wenn man die addiert, 2 plus 3 plus 4, ja, es war immer nur gedacht, ja, danke Harald für den Hinweis, war immer nur gedacht, dass man quer das anguckt, also die 2 mit den 2, die 3 mit den 3, die 4 mit den 4. Nicht insgesamt, wie viel da steht. Die hätte ich verschwinden lassen müssen, ist korrekt. Welche Vorteile hat man gegenüber einem Failover mit Hyper-V Replication? Anonymous, sehr gute Frage, kommen wir gleich nochmal drauf, aber wir haben eine synchrone Spiegelung, das heißt, wir haben keinen Datenverlust. Bei Hyper-V Replica haben wir immer eine asynchrone Replikation mit 30 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Das heißt, wir können bis zu 30 Sekunden, wenn wir den 30-Sekunden-Intervall wählen, bis zu 5 Minuten oder bis zu 15 Minuten Datenverlust haben, die dann auf der anderen Seite fehlen. Hier haben wir, wenn wir die synchrone Replikation wählen, kommt gleich ein Beispiel, wie die funktioniert, haben wir die gleichen Daten auf beiden Seiten. Also es wird erst weitergearbeitet auf der datenerzeugenden Seite, wenn die Daten auf der zweiten Seite bestätigt geschrieben sind. Ja, gucken wir uns aber gleich an. Jetzt machen wir erst die Demo, weil das kommt direkt hier nach. Machen wir eine Demo. Wir sind ja jetzt hier in unserem Azure Stack HCI Cluster. Die Registrierung ist jetzt hier durchgelaufen. Das sieht man. Wir haben also hier jetzt einige Informationen zu Azure. Ich mache das jetzt mal klein. Und wenn wir hier jetzt in unserem, das war der Vierer. Wenn wir hier jetzt in unserem Dashboard vom Admin Center nochmal auf das Dashboard klicken und das neu laden, jetzt mal einfach, dann sollte hier auch stehen, dass der Cluster jetzt in Azure registriert ist. Das lädt er jetzt gerade nach, die Informationen. Sehen wir, wir sind also jetzt in Azure registriert und wenn wir hier jetzt draufklicken, geht genau das Fenster auf, was ich auch hier habe, dass wir direkt nach Azure ins Portal kommen und da die Seite zu unserem Azure Stack HCI-Cluster sehen, wie der in Azure präsentiert ist. Hier sehen wir das. Okay, jetzt hat unser Cluster aber kein Witness und den wollen wir zuordnen. Dazu gehen wir hier unten in die Settings.
Hier sehen wir jetzt einige Möglichkeiten, die wir haben, und hier wählen wir den Punkt Witness aus. Wir sehen kein Witness zugeordnet. Hier können wir jetzt den Cloud Witness auswählen, wie eben in den Folien gezeigt, und den FileShare Witness. Das machen wir mal. Jetzt gucken wir, ich gehe gleich, Alexander, ich gehe gleich auf deine Frage ein. Erstmal machen wir hier den Witness. Dazu habe ich hier, ich dachte, ich hätte es vorbereitet, habe ich es nicht. Das heißt PK Support. Wir haben hier einen Server, der uns einen Witness Share anbietet, der ist hier. Und wichtig bei dem Witness Share ist, ihr müsst nicht einen eigenen Share pro Cluster anlegen. Also wenn ihr mehrere Azure Stack HCI oder Storage Spaces Direct oder Hyper-V Cluster habt und ihr entscheidet euch für den FileShare Witness, braucht ihr nicht pro Cluster ein eigenes Verzeichnis anlegen, weil der Cluster selber in dem Share, was ihr ihm gebt, ein Verzeichnis mit der Cluster GUID anlegt. Das seht ihr also hier. Momentan sind 5 da drin. Wenn ich jetzt diesen Pfad hier im Admin Center übergebe, machen wir mal eben hier, und ich sage Save, dann sehen wir, dass der Witness jetzt gesetzt ist, der ist online, und wenn wir jetzt nochmal in den Share reingucken, sehen wir jetzt, dass wir 6 haben. Und der neueste müsste der hier sein, der vom 26.03., also von gerade, da sehen wir jetzt unseren Witness. Ja. Es wird auch regelmäßig geprüft, ob der Witness beschreibbar ist. Wenn wir mal in den anderen reingucken, sehen wir auch mal hier so ein Verify Share Write Access, das kommt öfters vor. So, jetzt ist der Witness gesetzt. Die Frage aus dem Chat war, Alexander, passiert etwas, wenn der Witness nicht erreichbar ist? Solange du den Witness nicht brauchst für eine Entscheidung, kriegst du nur Fehlermeldungen im Cluster-Log, aber der Cluster funktioniert. Er wird aber einem der 4 Knoten, also wir haben ja immer beim Stretch-Cluster eine gerade Zahl an Knoten, er wird dann aber einem der Knoten eine Stimme wegnehmen. Das heißt, die Stimmen sehen wir leider nur im Failover-Cluster-Manager. Also wir sagen jetzt mal Microsoft Marketing, wir benutzen mehrere Tools und ich verbinde mich jetzt mal hier mit dem Cluster. Da heißt der AZHCI4-Cluster. Das heißt, wenn wir jetzt den Failover-Manager aufmachen, sehen wir hier auch, dass der FileShare-Witness zugeordnet ist, hier. Und wenn ich jetzt auf die Notes gehe, sehe ich, dass alle Knoten ein Vote haben. Das bedeutet, 4 Knoten haben ein Vote. Wir haben eine gerade Anzahl von Stimmen. Das heißt, jetzt hält unser Witness auch ein Vote. Wenn der Witness nicht erreichbar ist, er prüft das ja regelmäßig oder wir keinen Witness zuordnen, dann hilft sich der Cluster insoweit selber, dass er hier einfach einem dieser 4 Knoten die Stimme wegnimmt. Und dann passieren natürlich Sachen, wenn jetzt die 2 Knoten, die jetzt 2 Stimmen noch haben, ausfallen, dann ist auch wieder die Seite, wo nur eine Stimme da ist und der andere keine hat, auch wieder in der Minderheit und dann fährt er auch wieder die Ressourcen runter, anstatt sie hochzufahren. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Also solange wir den Witness nicht brauchen, ist es nicht exorbitant kritisch, aber wenn wir den Witness zur Entscheidung brauchen, können wir natürlich hier Dinge erleben, die wir eigentlich so nicht vorgesehen hatten. Okay, machen wir weiter, weil ich habe noch einiges an Programm für euch. Wie funktioniert die Storage Replica? Die Storage Replica ist jetzt nicht neu in Azure Stack HCI. Die gibt es seit Windows Server 2016, ist also mit Windows Server 2016 mit der Data Center Edition eingeführt worden. Und die klingt sich in den I/O-Pfad von einer Anwendung, die I/O erzeugt, sagen wir mal unsere virtuelle Maschine, runter bis zur eigentlichen physischen Disk, klingt die sich in den Pfad oberhalb des Partition Managers ein. Das heißt, eigentlich werden mit der Storage Replica ganze Partitionen repliziert. Alles, was in dieser Partition ist, wird repliziert. Jeder Schreibvorgang, der hier rein erfolgt in die Partition, wird zur Destination, also zur Zielseite repliziert und da auch dann entsprechend in die Disk geschrieben. Die Disk kann hier sein, quasi in Storage Spaces Direct, Virtual Disk, die kann sein ein RAID Controller, die kann sein eine SAN Loon, also die Storage Replica ist Replikation ist nicht abhängig von der Technologie, die funktioniert auch von zwischen 2 Loons oder zwischen 2 RAIDs auf Single Server.
Ja. Die ist nicht exklusiv für Azure Stack HCI, nur da wird halt der Stretch Cluster supported. Das heißt, die Storage Replica hat drei Szenarien, die wir abbilden können. Das eine ist Server zu Server. Wir haben einen Standalone-Server in einen anderen Standalone-Server. Wir haben hier zum Beispiel ein RAID-Volume und wir können das synchron oder asynchron über die Storage Replica zu einem anderen Server replizieren. Das Volume hier muss nur genauso groß oder größer sein und muss die gleiche Block-Size haben. Also wir können hier nicht mit 512-Byte-Blöcken arbeiten oder mit 4K-Blöcken und hier dann mit 464K-Blöcken. Also die Geometrie des Volumes muss gleich sein. Wenn das jetzt zwei Hyper-V-Systeme sind, können wir hier VMs laufen haben, die hier ihre Daten reinschreiben und die werden jetzt immer hier rüber repliziert. Aber wenn diese Seite ausfällt, weiß dieser Hypervisor natürlich nichts von den Daten hier. Das heißt, hier muss jemand manuell dieses Volume online bringen und dann die VMs auf dem Server registrieren und dann kann er sie erst starten. Das gleiche ist bei einem Zwei-Cluster-Szenario. Wir haben also einen Cluster hier in dieser Site, einen Cluster in dieser Site. Wir haben auch hier jetzt wieder Volumes, Cluster-Shared-Volumes, die repliziert werden. Auch hier ist der Fall, wenn diese Seite ausfällt, können wir das Volume hier manuell online nehmen und dann die Rollen registrieren und starten, weil dieser Cluster weiß nichts von den Rollen in diesem Cluster. Erst in einem Stretched-Cluster, wo alle vier Knoten dem gleichen Cluster angehören, weiß jeder Knoten, jeder Node weiß, was auf allen anderen Nodes gerade an Ressourcen verfügbar ist und welche Zustände diese Ressourcen haben. So ist zum Beispiel auch dieses Volume hier eine Ressource, die diese Seite kennt. Und auch alle virtuellen Maschinen, die hier laufen, kennen diese beiden Knoten. Das heißt, wenn hier jetzt das Desaster zuschlägt im Manhattan, dann wird dieser Cluster selbstständig dieses Volume online nehmen und die VMs starten, weil er sie kennt. Und dieses Szenario ist genau das Szenario, was wir in Azure Stack HCI stretched abbilden. Wir haben einen gestretchten Cluster mit der Storage-Replikation. Wie funktioniert die Storage-Replikation? Da gibt es zwei. Es gibt die synchrone und die asynchrone. Das heißt, wir haben unseren Quell- und unseren Zielserver. Auf dem Quell-Server jetzt hier läuft zum Beispiel eine virtuelle Maschine. Die schreibt Daten. Lesen ist für uns sowieso uninteressant, weil Lesen keine Datenänderung vornimmt, sondern nur Schreibvorgänge ändern unsere Daten. Das heißt, die VM schreibt Daten auf den Quellserver. Und wenn wir die synchrone Replikation haben, werden diese Daten jetzt in eine Log-Partition geschrieben, die Flash sein muss. Ja, das heißt, wir schreiben hier lokal in einen Flash-Bereich. Und gleichzeitig werden über SMB3 die Daten zum Zielserver kopiert oder übertragen und da auch in eine Log-Partition geschrieben. Und jetzt sind die Daten auf beiden Seiten in nicht flüchtigem Speicher. Also dieses Log liegt auf Devicen, auf SSDs, auf NVMEs, wie auch immer. Und jetzt kann der Zielserver sagen, jawohl, die Daten sind bei mir erfolgreich nicht flüchtig gespeichert. Ich habe sie. Er bestätigt das also zum Quellserver. Und dann sagt der Quellserver, Anwendung, Daten sind geschrieben, passt. Ja, und erst jetzt werden die Daten in ihren eigentlichen Zielort transferiert. Das heißt, hier die Datenvolumen. Das sind auch dann die vier Partitionen, die wir sehen. Wir haben unsere ursprüngliche Partition, wo die Anwendung läuft, die Kopie dieser Partition und dann haben wir nochmal unsere beiden Log-Partitionen. Das heißt, aus jedem Volume, aus jeder CSV werden bei einer Replikation vier Volumes. Ja, und das wird dann relativ schnell nicht mehr ganz so, so überschaubar. Das heißt, wir gucken mal weiter. Es gibt noch eine Anforderung von Microsoft, das ist aber nur eine Anforderung wegen der Laufzeit. Wir sollten nicht mehr wie 5 Millisekunden zwischen Quell- und Zielserver an Laufzeit haben. Ich würde sogar sagen, es sollte weniger sein, weil das, was die Anwendung hier macht, was die schreibt, was eigentlich ja hierhin geht, wird um die Laufzeit verlängert, weil das ACK erst zurückkommt, wenn wir die Daten hier in dem Log haben. Das heißt, umso weiter diese beiden Server auseinanderstehen, umso länger es dauert, die Daten zu übertragen und auf die Antwort zu warten, umso länger wird jeder I.O. hier oben, den ich schreibe. Ja, meine Anwendung wird langsamer durch die synchrone Replikation, als wenn wir direkt hier reinschreiben. Und dann gibt es noch die asynchrone Replikation. Wenn wir also weite Strecken haben,
Gleiches Szenario, Quellserver, Anwendung, Zielserver. Unsere Anwendung schreibt einen Block auf den Quellserver. Der wird in ein Logfile geschrieben, was auch wiederum Flash sein muss. Und jetzt wird es sofort bestätigt. Die Daten werden rüber übertragen, die Daten kommen hier ins Log, es wird bestätigt und die Daten werden dann in den eigenen Platz geschrieben. Das heißt, die asynchrone Replikation ist auch eine Permanent-Replikation, die aber nicht darauf wartet, dass die Daten hier drüben geschrieben sind und das bestätigt ist, sondern die Anwendung hier schreibt ins Log und es geht weiter. Das heißt, es kann sogar Szenarien geben, wenn diese Datenvolumen hier nicht besonders schnell sind, einen HDD-Anteil haben, dass wir sogar beschleunigen, wenn wir asynchrone Replikation einsetzen, weil hier ist Flash, hier ist eventuell ein Hybrid-Volume oder sogar HDDs. Im Azure Stack HCI-Fall müssen das immer, sind das mindestens Hybrid-Volumes, also HDDs mit Cache davor, aber es gibt ja auch noch die Replikation in anderen Szenarien. Hoffe, das war einigermaßen verständlich. Und jetzt wollen wir mal eine Replikation für ein Volume einrichten. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder in unseren neu kreierten Azure Stack HCI Cluster. Wir gehen jetzt hier auf Drives, das haben wir schon gesehen. Dann werden wir die beiden Pools sehen. Das ist die Besonderheit bei einem Stretch Cluster, dass wir pro Site, Pool 1, Pool 2, hier jetzt einen Storage Pool haben und da sind jetzt alle Devices drin. Das können wir auch nochmal hier sehen, wenn wir auf den Inventory gehen. Die Devices sind den Pools zugeordnet. Das heißt, wir sehen hier jetzt die 20 Devices in Pool 1 und die 20 Devices in Pool 2. Also jeder dieser virtuellen Server hat 10 200 Gigabyte Devices und die sind jetzt diesen Pools zugeordnet. Wenn ich jetzt Volumes anlege, wir haben ja schon die 4, das ist also unsere Cluster Performance History, das hatten wir uns ja schon angeschaut. Wenn ich jetzt also Volumes anlege, was wir jetzt hier machen, dann habe ich auch in dem Stretch-Szenario trotzdem die Auswahl, ein Volume anzulegen, was nur auf einer Seite präsent ist und nicht repliziert wird. Das heißt, wir können also hier auswählen, wir wollen ein Volume erzeugen, was nur auf einer Seite lebt, was nicht repliziert wird. Haben hier natürlich dann die Einstellungsmöglichkeiten. Und für die von euch, die das kennen, wenn wir einen nicht gestretchten Cluster haben, hätten wir hier noch mehr Optionen und könnten auch noch die Deduplizierung auswählen, BitLocker und die Integrity Checksum. Die werden jetzt in einem Stretch-Szenario nicht angeboten. Ich weiß nicht, ob es nicht supported ist. Das ist eine meiner Fragen für den MVP-Summit nächste Woche. Oder ob Admin Center es einfach nicht kann. Ja, das heißt, hier kann ich jetzt nicht mehr BitLocker aktivieren für das Volume, auch wenn es nur ein Single Volume ist, also ohne Replikation. Wir wollen natürlich jetzt ein Volume anlegen, was repliziert wird. Und da fragt er mich natürlich, wo liegen die Daten und wo sollen sie hin repliziert werden? Also von Pod 2 nach Pod 1 oder von Pod 1 nach Pod 2. Und als nächstes kann ich auswählen, möchte ich asynchron replizieren oder synchron. Ja. Hier unten das Volume, das nennen wir jetzt mal Collect. Und wir kommen gleich auf die Advanced Settings hier. Ich kann jetzt hier die Resiliency auswählen. Da wir ja 4 Server haben, 2 pro Seite, bietet er mir jetzt nur den 2-Wege-Spiegel an, weil ich muss die gesamte Resiliency auf in einer Seite bereitstellen. Und da ich nur 2 Fault Domains, 2 Server pro Seite habe, bietet er mir hier nur den 2-Way-Mirror an. Es sind schon angelegt auch die Nested Resiliencies, aber im Admin Center kann ich die nicht auswählen. Und ich muss auch da erstmal nachhaken, ob Nested bei einem Stretch Cluster supported ist, bei einem 4-Wege-Cluster. Hier können wir jetzt die Größe angeben, dann nehme ich mal 100 Gigabyte und gehe natürlich hier auf Gigabyte, weil wir haben hier jetzt ja nicht wirklich einen physischen Cluster mit vielen Gigabyte, sondern relativ klein. Wir sehen, was das dann belegt, nämlich 280, 2 mal 100. Plus da sind nochmal 80 Gigabyte nochmal irgendwie zusätzlich. Und die sehen wir unter Advanced. Das heißt, er legt jetzt hier eine Replikationsgruppe an. Wir könnten hier jetzt die Namen ändern. Und das ist jetzt die Größe des Log-Volumes. Da werden standardmäßig 40 Gigabyte vorgeschlagen. Ich kann das ändern. Ja, aber Microsoft schlägt 40 vor. Wir können jetzt hier den Traffic zwischen unseren beiden Sites, also den Storage-Replikations-Traffic, können wir die Encryption einschalten. Wir könnten auch sagen, es gibt da drüben schon Volume, seede das mal, also vergleiche die Inhalte, wenn zum Beispiel die Replikation zusammenbricht, weil der Bagger die Dark Fiber durchgehauen hat oder so, machen wir jetzt nicht. Nur hier sind jetzt die 40 Gig, das brauchen wir zweimal.
Plus die 100 Gig zweimal sind 280 Gigabyte, das ist genau auch die Größe. Wenn ich jetzt hier auf Create gehe, wird er mir jetzt erst das Volume im Pod 1 anlegen, das Collect, dann als nächstes erscheint das Log Volume in dem Pod 1 und dann kommen später im Pod 2 auch die, das Spiegel Volume sozusagen und das Spiegel Log File. Ja, das dauert jetzt eine ganze Weile, da kommen wir gleich nochmal zurück. Wir haben hier auch noch einen Punkt Storage Replica. Wenn wir da drauf klicken, dann sehen wir auch die Replikationsbeziehung und da gibt es momentan eine, nämlich für unsere Cluster Performance History. Gleich sehen. Dauert noch ein Momentchen. Sehen wir hier und wenn ich hier draufklicke, kann ich die jetzt zum Beispiel auch drehen oder in die Settings gehen und so weiter. Hier wird gleich eine weitere auftauchen, sobald unsere Volumes hier angelegt sind. Wir haben jetzt schon 6. Das heißt, wir haben jetzt schon in der einen Zeit die beiden Volumes, das Volume und das Log-Volume und etwas später tauchen die anderen auf. Wir gehen jetzt aber wieder in die Präsentation, weil ich sehe, wir haben schon 3 Uhr. Tut mir leid, leider dauert das mit Live-Demos immer ein bisschen länger als geplant. Das heißt, ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt raus müsst, natürlich später nochmal das euch angucken. Ich gehe auf die Frage vom Sinas, kann ich erst gleich, leider bin ich nicht mehr ganz live dabei. Wird auch der Storage in S2D Stretch die Kapazität der Hardwarebeschaffung? Man muss vermutlich doppelt rechnen, oder? Ja, genau, bei einem Stretch-Cluster muss man natürlich doppelt rechnen, weil ich brauche die, möchte ja, wenn ich alle Daten replizieren will, brauche ich doppelt so viel Platz. Also ich brauche auf der zweiten Seite auch nochmal den gleichen Platz wie auf der ersten. So, es gibt hier etliche PowerShell-Befehle, wo ich nur mal kurz durchgehe. Test SR Topology, da könnt ihr gucken, ob das überhaupt für eine Replikation geeignet ist. Wir können uns die Replikationsgruppen anschauen, wir können uns die Partnerships anschauen, wir können die löschen, wir können die aufsetzen mit PowerShell. Wir können eine Synchronisierung manuell auslösen, also wenn mal die Synchronisierung aus irgendeinem Grund abgebrochen ist, der Bagger ist gekommen, ihr wollt die wieder einschalten, könnt ihr das enforcen. Wir können für unser Replikationsnetzwerk, können wir definieren, welche Netzwerke dafür genommen werden. Wir können auch an der Replikation arbeiten, ohne Admin zu sein, indem wir halt Delegierungen durchführen. Und wir können auch die Replikationsbandbreite begrenzen. Also wenn wir über eine Strecke gehen, die wir uns mit anderen teilen, können wir auch sagen, wir dürfen nur so und so viel Bytes per Second Replikation nutzen. Also da gibt es einige PowerShell-Befehle. Ja. So, ich mache jetzt erst das Webinar fertig und dann können wir nochmal in die Demo reingehen, wenn ihr wollt, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon die Stunde erreicht. Das nächste Webinar, was ich mache, da könnt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch schon mal Freitag, den 23. April vormerken. 15 Uhr oder es kann auch sein, dass ich es eine Stunde eher mache, am 14 Uhr. Momentan ist es erstmal für 15 Uhr geplant. Thema wird jetzt hoffentlich sein Azure Kubernetes Services, also Container, Kubernetes Container in Azure Stack HCI und ... weil die AKS Services gibt es nicht nur für Azure Stack, sondern auch für Storage Spaces Direct. Also werden wir uns angucken. Dann habe ich ja ein Webinar-Archiv, wo auch dieses Webinar erscheinen wird. Wer das noch nicht kennt, die Landingseite ist hyper-v-server.de/lp, Landingpage-webinar-archiv. Da könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr auf alle meine Webinare zugreifen. Die Aufzeichnung von diesem wird da auch erscheinen. So, und dann habe ich mir überlegt, ich mache für die Kurse, die wir machen, ein Angebot, denn wir haben einen Storage Spaces Direct Kurs, 5 Tage lang unser Implementationswissen. Da ist der nächste Kurs im April, vom 19. April bis zum 23. April. Normalerweise kostet der Kurs 2.499 Euro. Der ist jetzt für Webinar-Teilnehmer, die das wahrnehmen und mir eine Mail schicken und sagen, ich war im Webinar, ich möchte den Preis haben, haben wir einen 500 Euro reduzierten Preis. Und ihr könnt sowohl in Hallenberg dran teilnehmen, hier bei uns, oder über Teams. Also wir machen beides. Es gibt Leute, die bei uns hier sitzen, natürlich unter Corona-Auflagen, nicht zu viele und man kann auch per Teams remote teilnehmen. Und die, die sagen, ja, was ist denn S2D, das hat doch nichts mit Azure Stack HCI zu tun, ist nicht ganz richtig, aber ich entwickle gerade auch einen speziellen 5-Tages-Kurs Azure Stack HCI und der erste wird am
im Juni stattfinden, vom 7. bis zum 11. Juni. Ich hatte den ersten Kurs für den März geplant, bin aber nicht fertig geworden. Deswegen hier jetzt im Juni. Und da habe ich auch, weil es der erste Kurs ist, auch ein Sonderangebot, den wir jetzt auch rübergeben. Der ist mit 700 € Rabatt ausgestattet. Also die könnt ihr für die Erstteilnahme sparen. Und auch der ist hybrid, per Teams oder hier präsent. Und wir werden so Themen natürlich wie Stretch Cluster in Labs auch bearbeiten. Wir werden auch die Azure Kubernetes Services bearbeiten. Wir werden auch viel Hybrid machen, Azure Monitoring und so weiter, weil Azure Stack HCI hat den Vorteil, wir brauchen die Hardware nicht so genau zu betrachten, weil es nur supported ist auf zertifizierten Systemen. So, hier gibt es noch mehr Informationen von mir. Wer noch mal schnell ein Foto machen möchte, hier sind noch ein paar andere Links drauf, wo man eine Menge Infos von mir bekommt. Und jetzt können wir erstmal noch mal ein paar Fragen beantworten, wenn noch welche da sind. Sonst gehe ich noch mal in den Demo-Modus. Sind noch jetzt Fragen direkt da, dann bitte einfach in die Q&A reingeben. Und ich gehe schon mal parallel noch mal hier auf die Infrastruktur. Denn ich habe eigentlich noch vorbereitet, dass wir uns noch was angucken können. Hier. Na, hol das mal nach vorne. Was machst du denn da? Im Server. Wieso holt er mir das denn nicht nach vorne? Was ist das denn? Klein. Hier haben wir. Machen wir mal beide. Na? Richtig funktionieren will das aber gerade nicht. Also hier gibt es irgendwo Connect. Versuchen wir es nochmal. Hier gibt es irgendwie. Jetzt nochmal. Gerade ein kleines technisches Problem. Das kriegen wir schon hin. Dann melden wir uns hier nochmal an. Was dann auch richtig macht. Du sollst bitte ein Vollbild machen und das auch wahrnehmen. Genau, hier haben wir jetzt auch einen Azure Stack HCI Cluster. Auf dem waren wir jetzt noch nicht. Der ist in Azure registriert, aber wie ihr seht, der hat hier 24 Volumes. Wenn ich also hier auf die Volumes gehe, sehen wir hier jetzt im Inventory einen Haufen gestretchte Volumes und dann wird das relativ schnell unübersichtlich. Das heißt, wir sehen hier unten unsere beiden Performance History Volumes, die wir ja auch vorhin schon gesehen haben. Dann habe ich hier ein Collect Volume angelegt. Das ist jetzt gerade auf der anderen Seite aktiv hier. Und dann für jeden Host ein Volume mit dem Namen des Hosts. Und wer dieses Szenario kennt, das ist das VM-Fleet-Szenario, was man natürlich auch in einem Stretch-Cluster spielen kann. Also wir sehen hier einen Haufen Volumes und hier habe ich eine virtuelle Maschine, müsste hier in einem Volume laufen. Das heißt, da gehen wir jetzt mal auf Virtual Machines. Was ich jetzt hier in dieser Demo zeigen möchte, eine laufende Maschine. Ach so, ja, ich weiß warum. Die Maschine läuft hier. Die konnte ich nicht in den Cluster aufnehmen, weil der Cluster vorhin noch nicht registriert war. Das heißt, wenn ihr einen Azure Stack HCI Cluster habt, der nicht in Azure registriert ist, dann könnt ihr da keine Rollen drin betreiben, also keine virtuellen Maschinen, um die sich der Cluster kümmert. Und hier habe ich eine Maschine deployed, das ist eine Benchmark-Maschine, da läuft ein IO-Meter drin. Wenn man das hier macht, würde jetzt eine Fehlermeldung kommen, dass diese Rolle nicht in den Cluster genommen werden kann. Und ihr könnt auch keine hochverfügbaren Rollen deployen. So, jetzt ist die aufgenommen, jetzt müsste die auch hier erscheinen. Ja, ich nehme trotzdem den Hyper-V-Manager, um eine Verbindung herzustellen mit der Konsole. Weil das Szenario gefällt mir im Windows Admin Center noch nicht so ganz mit der HTML5-Konsole. Jetzt hoffe ich, ich habe das richtige Passwort im Kopf. Ja. Müssen wir uns dann nochmal mit verbinden, weil die Auflösung ist ein bisschen komisch gewesen. Und das hier ist alles in Nested Virtualisierung. Also ich bin ein großer Fan von Nested Virtualisierung. Dieser ganze Azure Stack HCI inklusive Windows 10 Management Maschine läuft auf einem Hypervisor. Also das könnt ihr auch relativ schön spielen, wenn ihr ein starkes Notebook habt, sogar mit einem Notebook. Das heißt, ich starte jetzt hier mal den IO-Meter. Ich habe einen Worker. Ich starte den mal, damit wir einfach mal ein bisschen IO sehen mit 10 Outstanding IOs.
geht das jetzt? So, und dann diesen Tacho kennt ihr ja schon, wenn ihr IO-Meter kennt. Das heißt, wir sehen jetzt hier IO und diesen IO, wir erzeugen also jetzt 1200 IOPS pro Sekunde. Das ist jetzt in Nested Virtualisierung. Das ist natürlich nicht so viel wie auf Hardware. Ich kann das nochmal stoppen. Ich mache nochmal eben 3 weitere Worker, damit wir hier ein bisschen mehr hinkriegen. Also wir haben hier 3808K IOs. Wir bewegen also jetzt hier 18 Megabyte pro Sekunde und haben eine Schnittlatenz von 10 Millisekunden. Das ist natürlich bei Hardware anders. Wir haben hier jetzt natürlich eine kontinuierliche Replikation. Wenn ich also jetzt hier reingehe und gehe aufs Dashboard, dann sehen wir hier unten auch bei der Performance, wenn er die lädt, würden wir auch jetzt was sehen. Ich gehe aber gleich mal. Also wir sehen jetzt hier diese 4000 IOPS und die 8 Millisekunden Latenz. Wenn wir auf die Volumes gehen und jetzt zum Beispiel mal die Volumes auswählen, auch da können wir uns die IOPS anzeigen lassen. Sehen wir hier sind die IOPS, nirgendwo was, außer in diesem Volume, also in diesem Collect-Volume liegt jetzt meine Maschine. Und ich gehe jetzt hier in Storage-Replikation, das, was wir vorhin ja auch schon mal kurz aufgerufen hatten. Darin dürften wir jetzt 6 Partnerships sehen, und zwar für die Cluster Performance History und dann für jedes weitere Volume. Ich habe weitere 5 Volumes angelegt, müssten wir auch noch was sehen. Ich scroll mal gerade in den Fragen. Hier Sebastian fragt, da er kurz mal weg war, ob eine Stretch-Cluster-Umgebung in Azure Stack HCI schon ab 2 Knoten geht oder ob wir 4 Knoten haben müssen. Nein, wir brauchen 4 Knoten. Du kannst kein Stretch-Cluster mit Azure Stack HCI einrichten mit 2 Knoten. Du brauchst also mindestens 4. Das ist die Bedingung, weil wir pro Site 2 Knoten haben müssen, weil die Resiliency, die Volumes werden pro Site eingerichtet. Und wenn du nur einen Knoten pro Site hast, hast du keinerlei Redundanz. Das heißt, dann werden alle Blöcke nur in diesem dieser einen VM drin. Also das Stretch-Szenario braucht mindestens 4. Azure Stack HCI an sich kann ich natürlich auch mit 2 Knoten machen, aber nicht stretched. So, hier sehen wir jetzt diese Beziehungen. Und ich habe ja hier diese Collect-Gruppe, wo wir jetzt sehen, dass der Node 1 die Source ist, Node 3 ist die Destination. Wir können jetzt hier auch nochmal die Volumes sehen. Wir können uns jetzt auch noch dazu Performance Counter anzeigen lassen. Es dauert eine Weile, bis da was kommt. Das heißt, wir haben hier jetzt diese 12 Megabyte Durchsatz. IOs sehen wir nicht, aber wir sehen, dass die Replikation, Logfile, wie viel da geschrieben wird, wie viel gelesen wird. Also da passiert jetzt einiges und ich kann jetzt einfach mal die Replikation drehen. Wenn ich das mache, ich versuche das mal, dass wir das gleichzeitig sehen. Das heißt, ich habe hier jetzt meinen IO-Meter. Das geht natürlich in Hardware schneller. Also wir sehen jetzt hier unsere IO. Das Collect-Volume ist das hier und ich sage jetzt mal, das ist jetzt hier unter den Punkten, weil ist alles zusammengeschrieben. Ich switche jetzt mal die Direction. Das heißt, ich drehe die Replikation. Ich nehme jetzt die Replikation in der anderen Zeit online und drehe das einfach. Und wenn ich das tue, dann wird es hier jetzt gleich ein IO. Also diese VM wird irgendwann kein IO mehr machen. Das dauert dann eine gewisse... Entschuldigung, er will nochmal extra Credentials haben. Das machen wir natürlich eben mal. So, er wird das jetzt machen und das ist jetzt ein Thema, was ich gerade auch diese Woche bei einem Kunden gemacht habe. Also wir sehen jetzt, der IO geht auf 0, weil er dreht gerade die Volumes um. Der IO kommt gleich wieder und dann ist er nochmal kurz weg und dann ist er komplett da. Also jetzt ist das gedreht, jetzt geht er gleich nochmal kurz weg. Ja? Und jetzt nochmal und dann ist er wieder da. In einer realen physischen Umgebung, die ich gerade letzte Woche installiert habe und diesen Test gemacht habe, dauert der Gesamtausfall der VM einmal so 5-6 Sekunden und dann nochmal, also der IO-Ausfall, nochmal einmal 5-6 Sekunden und dann nochmal 5-6 Sekunden. Das heißt, zwischen 12 und 15 Sekunden ist diese Replikation gedreht.
Und jetzt kann ich natürlich auch, also wir sehen hier, die hat jetzt natürlich Probleme, die muss jetzt nochmal erst ein bisschen synchronisieren, aber die ist dann gleich auch wieder grün. Und jetzt kann ich natürlich auch meine VM verschieben. Meine VM läuft ja weiter da, wo sie war. Die greift jetzt über das Replikationsnetz auf die andere Seite zu. Wenn ich jetzt hier in den Cluster gehe, kann ich natürlich aber auch sagen, schieb mir mal die VM auf den anderen Knoten. Die ist jetzt hier. Wenn wir jetzt standardmäßig die Live-Migration machen und ihn selber den Knoten auswählen lassen über Best Possible Node, bleibt die VM in der Site. Könnte jetzt sein, dass er feststellt, nee, die ist ja in der anderen Site der Storage, dass er sie verschiebt, aber normalerweise bleibt die in der Site. Ich kann aber trotzdem sagen, ich möchte jetzt in die andere Site gehen. Dann wird die VM verschoben. Dieses Fenster wird gleich mal kurz zugehen und wieder aufgeben, aber die VM läuft weiter. Ja. So, soll es jetzt vielleicht auch gewesen sein zu dem Thema, ich habe jetzt schon etwas überzogen, 15 Minuten, also ich bin, muss ich gestehen, von der Replikation, von dem Stretch Cluster angetan. Er läuft besser als erwartet bei einem geplanten Ausfall, auch der ungeplante Ausfall, könnten wir uns jetzt auch noch anschauen, also indem ich einfach zwei Knoten ausschalte, das funktioniert auch. Die VM wird auf der anderen Seite dann natürlich gestartet. Ich müsste mich dann erst wieder anmelden und so weiter. Man sollte das jetzt natürlich nicht machen, wenn die Storage-Replikation nicht synchron ist, was ja jetzt der Fall ist, wenn ich hier ins Admin-Center gehe. Entschuldigung, stand zwar Admin, aber das ist nicht das Admin-Center. Das heißt, die ist jetzt wieder synchron. Wir könnten jetzt Node 3 und 4 ausmachen und würden sehen, dass die dann nach einer gewissen Zeit auf der anderen Seite gestartet wird. Und ich kann das ja noch mal schnell machen. 3 und 4 sind ja virtuelle Maschinen. Ich mache mal Turn off. Dann gehen wir wieder hier rein. Das heißt, hier wird gleich das Fenster zufallen, weil noch hält er das offen. Wird zufallen. Und wir gucken mal im Failover-Cluster. Der braucht jetzt auch eine Weile, um das zu entdecken. Wird aber passieren. In Hardware natürlich zuverlässiger als in virtuellen Umgebungen, weil wir spielen ja klein-klein. Okay, wenn jetzt noch Fragen sind, wäre jetzt der Punkt. Sonst würde ich sagen, also wir sehen jetzt hier, die Maschine hat jetzt auch erkannt, die Maschine ist weg. Hier müsste ja auch der Cluster erkannt haben. Nee, für ihn sind die Knoten irgendwie noch nicht ganz weg. Also das ist jetzt hier der Nested-Virtualisierung geschuldet. Wird aber gleich passieren. Also wenn noch Fragen sind, ist das jetzt der Zeitpunkt. Sonst würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoffe, dass ich euch im nächsten Webinar sehe. Es gibt auch wieder die, die jetzt vielleicht von Manfred herkommen. Es gibt auch wieder die On-Prem-Show. Wir sehen also jetzt, die ist unmonitored. Ja, ich habe hier noch was nicht umgestellt. Das dauert jetzt 4 Minuten, bevor die VM auf der anderen Seite gestartet wird. Das ist jetzt in die Hose gegangen, weil der Cluster ist nicht richtig durchkonfiguriert. Aber wir können die ja eventuell auch Shutdown, das können wir doch eigentlich hier auch ändern. Ja, anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, wünsche euch ein schönes Wochenende und man sieht sich hoffentlich im nächsten Webinar. Tschüss!